So, wunderschönes Wetter. Nicht so wie bei der Insta-Treff-Geschichte, leider, leider. Heute geht's nach Wiener Neustadt, das ist unsere Heimatstadt, zum E-Mobilitätserlebnistag, 21.09. Schauen wir mal, was da so los ist. Wir fahren wieder mit dem Fiat. Aufgrund dessen, weil wir glauben, dass wieder Teslas genug dort sein werden. So, Ladestand, schaut recht gut aus. Wir werden jetzt einmal waschen fahren, damit er schön sauber ist. Und ab 10 Uhr ist dort der Treffpunkt. Meine Frau fragt immer, wie viel Kilowatt das sie ladet. Einfach nur interessenshalber, damit wir wissen, was wir für Stromkosten haben und wie sich das Auto auswirkt dann aufs Haus. Der Wäsche ist nötig. Ja, schauen wir mal, was das so bietet. Es war schon im Vorjahr auch dieser E-Mobilitätserlebnistag, da waren wir verhindert. Aber müssen wir natürlich unterstützen. Und vor allem ist heute traumhaftes Wetter. Wie gesagt, das hätte man auch in Wien gewünscht zum Rekordversuch, aber leider schauen wir nächstes Jahr, vielleicht geht es da besser. Reichweitentechnisch werden wir heute kein Problem haben. Wie gesagt, das ist bei uns um die Ecke. Ja, anscheinend wird da einiges geboten in Wiener Neustadt. Inklusive ein Auftritt von Johnny Logan. Melissa Naschenschwenk sagt mir jetzt nichts. Aber es gibt auch einen Tombola. Erster Preis eine Photovoltaikanlage. Das wäre natürlich ein absoluter Traum, aber ich habe da noch nie was gewonnen, also mache ich mir da wenig Hoffnungen. Wann so ist, wenn wir es im Video mit reinnehmen, aber ich glaube es nicht. Aber ist sicher ein nettes Event auch. Gehört, wie gesagt, auf jeden Fall unterstützt. Wir sind auf jeden Fall einmal dabei mit dem Fiat. Ja, Einfahrt Hauptplatz, sieht man schon die ersten Stände. ÖMTC sicher, die Firma ABB. Also dürfen genug Aussteller auch da sein. Aber unser Mondbaby, der Fiat 500, ist noch nicht sauber genug. Mal waschen fahren. Eines der wichtigeren Gebäude in Wiener Neustadt. Und das nächste Wahrzeichen in Wiener Neustadt ist der Wasserturm. Das ist ein ehemaliger oder noch aktiver Wasserspeicher. Ich weiß jetzt gar nicht, als gebürtiger Wiener Neustädter, Entschuldigung. Aber das kann man sicher googeln. Auch ein witziges Gebäude. Bei einem Stadtpark. Wo auch dann der Parkplatz sein wird für das E-Mobilitätstreffen, oder schauen wir später hin. Und das Gericht Wiener Neustadt. Mit denen haben wir hoffentlich nie was zu tun. Ja, waschen tun wir bei den Supercharger. Die Waschanlage kennen wir, das ist in Ordnung. Da kann man mit Karte auch zahlen. Da wird auch das Kaffeehaus gerade gebaut, für extra für die Ladepausen, auch für andere E-Autos. Also das wird sicher ein ganz toller Ladeplatz in Wiener Neustadt, bei der Autobahnabfahrt West. Ja, da vorne schon zu erkennen, glaube ich, nach der Tankstelle, nach diesen Waschboxen, sieht man schon das Gebäude, es wird ein tolles Kaffeehaus werden. Mit Lademöglichkeiten. Und hinter dieser Jet-Tankstelle, wie gesagt, Abfahrt West Wiener Neustadt, sind die Supercharger. Blitzblank gewaschen, geht es nun zum Event. Ja, müssen wir schauen, wo jetzt da der Parkplatz sein sollte. Es ist einer da und einer dort. Und wo kann man hin? Da schauen wir E-Mobilität, E-Mobil-Treffpunkt. Hm? Da eine. Das ist so glatt geschrieben, das ist sicher nicht. Bringen schon ein paar. Professorische Ladestationen sind auch aufgebaut worden. Da
Das ist noch sehr, sehr leer. Wird es aber noch ändern, hoffentlich. So, das Auto wird noch trocken geledert. Ja, zum Auto haben wir noch gar nicht gesagt. Außen ist er wieder fast wieder Fiat Abarth. Das ist die Sportversion. Zu erkennen an die Streifen, an die Felgen und an die zweifärbigen Ausstattungen mit den Spiegeln. Hängt halt auch ein Dachspoiler. Wieder Abarth. Dann abgedunkelte mit schwarzen Details die Heckleuchten. Und auch die Frontscheinwerfer sind schwarz hinterlegt gegenüber der normalen Version. Ja, jetzt glänzt er schon ordentlich, gell? Trocken wischen müssen wir noch. Die Waschanlage war leider zu besetzt, jetzt haben wir händisch gewaschen. Ja, momentan nur ein E-Golf da, eine Zoe, ein Nissan Leaf 2. Model S hängt an der Dose und ein BMW i3. So, schauen wir mal in der Innenstadt, was da so los ist. Und hoffen, dass unsere Tombola lose, wir haben jetzt ein paar, eine Photovoltaikanlage für uns bedeuten, aber wäre zu schön, glaube ich, um wahr zu sein. So. Also Uli, wenn du mal mit so einem Radfahrer reinhörst, ja, na, wie du was. Gut, wie kommt sie von der Bühne runter? Ja, natürlich mit dem Radl. Natürlich mit dem Radl. Und das ohne Sau, das verstehe ich überhaupt nicht. Meine Trinkflaschen und zack, eine Mist. Wie lange fahrt man bei so einem Bewerb eigentlich, so eine Tour? Also eine Sektion hat man 2 Minuten Zeit und ein Wettbewerb besteht aus 5 Sektionen und 2 Runden. Das sind dann 10 mal 2 Minuten Fahrrad. Okay. Für alle Kinder bitte nicht daheim ausprobieren, falls ihr eine Bühne im Garten stehen habt. Die 2 haben das schon öfter gemacht und trainieren das auch regelmäßig. Danke. Auch vor Ort ist G-Electric. Er hat den Sitz nun in Wiener Neustadt, verkauft Neu- und Gebrauchtfahrzeuge im Vierradbereich und auch Zweiradbereich. E-Bike gekauft. 9.000 Euro. Ein Radl zum Treten. Und dieses Mountainbike-ähnliche Elektro-Zweirad hat es mir irgendwie angetan. Und auch diese elektrogetriebenen Trolleys gibt es bei G-Electric. Also jetzt nochmal der Junior mit dem Koffer. Ich finde sie einfach nur genial. Den Koffer brauchen wir das nächste Mal am Kuhhof. Zum Ruhe. Wenn wir ausstessen dürfen. Vitamin Mhm. Thank you.
Ja, das Ganze ist natürlich viel kleiner wie in Wien, aber trotzdem, wir fahren jetzt da eine kleine Runde mit anderen Elektrofahrern durch Wiener Neustadt. Ja, der Event am Hauptplatz auch eigentlich sehr klein, aber besser als nichts. Informationen, genau. E-Mobilität sind immer gut. Stimmt. Also Ampel- und Verkehrssperrung für uns gibt es natürlich da jetzt nicht, aber eine kleine Runde werden wir auch schaffen mit ein paar E-Autos. Und Reichweitenangst brauchen wir heute auch nicht haben, wie in Wien. Ein Traumwetter, über 20 Grad. Also 24. Irgendwie gemein, wenn man denkt, was wir für Wetter gehabt haben, gell, in Wien. Essig. Schade. Nein, es sind schon andere dazwischen. Ja, sicher. Das war da, glaube ich. Viel sind wir nicht. Nein, es sind schon zusammen zu vergessen. Ja. Also ohne Sperrungen wie in Wien funktioniert das halt eher nicht so gut. War trotzdem lustig. Aber so ist. Wir haben ja ein gutes Gewissen dabei, wir stoßen ja keine Abgase dabei aus. Genau. Und Lärm machen wir auch keinen. Beim Domplatz mit der Teil der Stadtmauer. Haltestelle mit Solarzellen. Hört ihr sie? Ja. Ja, nicht laut sein. Das ist falsch. Wir machen ja kein Wirbel, oder? Normal. Die hupen. Ich weiß nein. Nicht einmal, wie mein Hupen sich anhört. Hupen ist genau das falsche Zeichen, oder? Wenn ich kein Wirbel mache. Ja, so leise kann es sein. Ja, das sind Elektroauto. Das sind die. Sind sie einfach grüne? Weiß ich nicht. Das ist sicher nicht grün. Grüne Dosen sind das gleich, ja. Jetzt noch durch den Akademiepark.
Bin ich glaube ich mit dem Auto auch noch nicht eingefahren. Mit der Maschine einmal. Mhm. Wenn ich den Führerschein gemacht habe. Sind wir da rausgekommen, glaube ich. Ja, wir sind jetzt glaube ich noch mal 5 Autos. Nicht gerade viel, aber irgendwie funktioniert das ohne Absperren nicht. Aber es soll nur eine kleinere Runde sein. Wir fahren mit, wir haben nichts Besseres zu tun, das Wetter ist schön. Genau. Ja. So, Militärakademie ist schon lange her. Habe ich auch schon mal gesehen von Ihnen. Ja, im Trainingsraum. Der da drüben. Was wenn einer oben in der Waffe passt, dass man da steht, der? Ja, so. Ein bisschen chaotisch war es jetzt, oder? Ja, Fotoshooting, das war jetzt nett. Bei einer schönen Kulisse jetzt Fotoshooting gemacht mit der kleinen Gruppe, kleinen, feinen Gruppe. Ja, leider jetzt klein. Geht's wieder am Parkplatz und dann wieder vor am Hauptplatz. Da gibt es dann eine Verlosung. Es gibt eine Photovoltaikanlage zu gewinnen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, halt uns die Daumen. Gewonnen haben wir noch nie was, aber stimmt. Wer weiß. Ja. Wenn nicht, dann nicht. War trotzdem lustig. Ja. Besser zu Hause sitzen und nichts tun. Ein bisschen E-Mobilität unterstützen. Passt schon. Mein Fahrrad, Gasfuß. Der Stromfuß. Alle anderen einpacken gehen. Und auch Georg von enercap.at war mit am Start, mit vollem Einsatz. Ich beginne jetzt ganz traditionell auf der Schweizer Scherz, egal, so wie es da auch bei mir im Kern
Remember this one. I've been waking such a long time, reaching out for you, but you're not there. What's Das war's mit dem Video zum E-Mobilitätserlebnistag in Wiener Neustadt 2019. Gewonnen haben wir leider nicht.